Hallo und herzlich willkommen im Bröhan-Museum, dem Berliner Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus. Ich bin Julia Hartenstein und ich bin die Kuratorin der Ausstellung Der proletarische Blick, Arbeiterfotografie der 1920er Jahre von Kurt Pfannschmidt, Ernst Thormann und Richard Woike. Der Begriff Arbeiterfotografie bezeichnet Fotografie von Arbeitern, die ab 1926 im Umfeld der Vereinigung der Arbeiterfotografen Deutschlands entstand. Das Ziel der Vereinigung war es, die Klasse der Proletarier sichtbar zu machen. Es ging darum, die prekären Lebensverhältnisse darzustellen, aber auch darüber hinaus die Freuden der Arbeiter und ihr politisches Engagement zu zeigen. Wie die Arbeiterfotografen das taten, können wir in einer Fotografie von Ernst Thormann im nächsten Raum sehen. Auf dieser Aufnahme von 1932 sehen wir Richard Woike, ein Arbeiterfotograf aus der Ortsgruppe Berlin-Neukölln, wie er sich ganz vorsichtig an eine Gruppe von Jungen heranpirscht, um sie möglichst nicht auf sich aufmerksam zu machen und dadurch ein ungestelltes Bild ihrer Arbeit zu fotografieren. Was dabei herauskam, können wir rechts daneben sehen. Hier sind die tütenfaltenden Jungen und wir sehen, sie schauen kaum auf, sie sind recht ungestört. Wir haben ein sehr gutes Dokument dieser Kinderarbeit, die in der Reportage, die Ernst Thormann und Richard Woike gemeinsam machten, hier aufgenommen werden. Daneben, neben dieser Aufnahme von Richard Woike, sehen wir Aufnahmen von Ernst Thormann. Gemeinsam sind diese Bilder jetzt hier zu sehen, in recht kleinem Format. Und der Grund dafür ist, dass es hier nicht darum ging, Kunst zu produzieren, sondern es sollten neutrale, dokumentarische Aufnahmen aus dem Arbeiterleben sein. In der Ausstellung können wir jeweils die Originalabzüge in den weißen Rahmen erkennen und in den schwarzen Rahmen die modernen Abzüge. Ein Grund dafür, dass diese Bilder so klein sind, ist auch, dass sie lediglich die Größe der Fotoplatten haben, auf denen sie aufgenommen wurden, um dann in der Zeitungsredaktion besprochen zu werden. Hier können wir in einer wesentlich größeren Aufnahme sehen, wie Kurt Pfannschmidt das Leben der Arbeiter fotografierte. Er geht mitten hinein in den Arbeitersport und er war selbst Arbeitersportler und auch KPD-Mitglied und hatte hier ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wann der spannendste Moment hier zum Beispiel in dem Rennen war. Er hat hier auch in der hektischen Situation immer ein technisch sehr sicheres Gespür und zeigt uns hier die typische Kleidung, die Haarschnitte und auch die Fahrräder und Motorräder der Arbeiter. Damals war es so, dass es zwar schon einen 8-Stunden-Tag gab, allerdings wurde auch samstags gearbeitet, sodass die Arbeiter recht wenig Freizeit hatten. Und wenn man bedenkt, dass der Arbeitsschutz sicherlich auch nicht so streng war, kann man davon ausgehen, dass diese Zeit auch sehr, sehr kostbar war. Und natürlich haben sich die Arbeiter nicht nur dem Arbeitersport gewidmet, sondern auch hier der Erholung im Grün. Hier sehen wir eine weitere Aufnahme von Kurt Pfannschmidt. Und hier sehen wir einmal eine Aufnahme, in der den Arbeitern durchaus bewusst wird, dass sie fotografiert werden und sie auch sehr gezielt sich in Pose bringen und in Szene setzen und ihre gut trainierten Körper zur Schau stellen. Daneben sehen wir einige Aufnahmen von Ernst Thormann, der in der Umgebung von Berlin fotografierte. Eine besondere Aufnahme hierunter ist diese, mit dem Titel Coole Wampe. Und Coole Wampe war der erste Arbeiterzeltplatz, der nach Coole Wampe heißt, da dieser See die Form eines Bauches hat, also die Wampe, und auch im Sommer sehr kühl und erfrischend war. Coole Wampe wurde allerdings auch dafür bekannt, dass hier viele Berliner, die sich ihre Wohnung nicht mehr leisten konnten, hinzogen. Sehr bildmächtig wurde das umgesetzt im Film Coole Wampe oder Wem gehört die Welt von 1932, den wir gegenüber zeigen.
Wenn sich die Arbeiter über die Fotografie informieren wollten, die damals doch durchaus recht kompliziert war, dann taten sie das in der Vereinszeitschrift der Arbeiterfotografen, die Der Arbeiterfotograf heißt. Und hier können wir sehr schön einige Fotografien sehen, die auch in der Ausstellung zu sehen sind und erfahren hier einiges über die zeitgenössischen Kommentare und über die Kritik. Hierin sehen wir auch die Aufnahme, in der Richard Woyke fotografiert und hier als der Jäger bezeichnet wird, weil er sich so vorsichtig an die Gruppe der Jungen heranschleicht. Sehr spannend sind aber vor allem die Leitartikel in der Arbeiterfotograf. Hier wird diskutiert, welche Aufgaben die Arbeiterfotografen haben und sehr klar gemacht, dass es nicht um eine ästhetische, sentimentale Fotografie gehen kann, sondern es dokumentarisch und nüchtern sein muss, was die Arbeiterfotografen aufnehmen, da sie, wie hier sehr schön auf den Punkt gebracht, die Waffe des Proletariats sind oder zumindest eine Waffe. Insofern wurde der Arbeiterfotografie sehr viel Bedeutung zugemessen im Klassenkampf, der hier immer weiter angestrebt wurde oder vertreten wurde im Kreise der Arbeiterfotografen. Es muss uns daher verwundern, solche Aufnahmen zu sehen, wie sie Ernst Thormann am Osthafen gemacht hatte. Diese erinnern nämlich sehr stark an die avantgardistische Fotografie des Neuen Sehens. Wir erkennen hier Thormanns großes Interesse für spannende, ungewöhnliche Perspektiven, ein starkes Hell-Dunkel und Strukturen, wie sie hier durch die Fässer gegeben sind. Es ist sehr schön zu sehen, dass die Arbeiterfotografen hier also auch immer wieder schöne Motive suchten und Freude am Fotografieren an für sich hatten. Ein Motiv, das auch in der Arbeiterfotograf immer wieder eingefordert wurde und auch als eine der wichtigsten Aufgaben angesehen wurde, war die politische Demonstration und politische Kundgebung. Hierbei handelt es sich allerdings um ein Motiv, das durchaus gefährlich zu fotografieren war. Denn vor allem nach 1929, der Weltwirtschaftskrise, wurde das Klima immer rauer und die Polizei und die Nationalsozialisten immer gewaltbereiter. Dadurch ging man dazu über, in Gruppen zu fotografieren. Man organisierte sich so, dass manche Ausschau hielten, andere fotografieren, wieder andere die Fotoplatten sicherten und zur Entwicklung brachten und andere wiederum diese entwickelten Negative in die Fotoagenturen. Dadurch wurde der ganze Prozess wesentlich schneller, günstiger und sicherer für die Arbeiterfotografen. Das liebe Geld war tatsächlich immer wieder ein Problem für die Arbeiterfotografen. Sie hatten oft viel zu wenig davon und wenn sie etwas hatten, hatten sie meistens zu wenig Zeit, denn die arbeitenden Arbeiterfotografen hatten eigentlich nur den Sonntag über, um fotografieren zu gehen und da passierte meistens wenig und die meisten Arbeiter hatten ihre Sonntagskleidung an. Wie kam es aber eigentlich 1926 dazu, dass sich die Arbeiter entschlossen zu fotografieren und die Vereinigung der Arbeiterfotografen zu gründen? Es war kein großes Geschehen, es war kein Skandal, sondern lediglich ein Preisausschreiben in einer Zeitschrift. Die Zeitschrift, um die es sich handelt, ist die AIZ, die Arbeiter Illustrierte Zeitung. Und diese versuchte nach dem Vorbild von englischen Tabloids, den Arbeitern die Nachrichten möglichst bildreich zu schildern. Es ging darum, sie nach einem ermüdenden Arbeitstag nicht weiter zu ermüden, sondern vielmehr zu unterhalten und vor allem auch durch die Bilder zu belegen, dass das, was sie berichten, auch tatsächlich geschah. Das Problem hierbei war allerdings, dass es kaum Fotografien aus dem Arbeiterleben, dem Arbeitermilieu gab. Der Grund dafür war, dass die Fotoagenturen überwiegend aus einem bürgerlichen Milieu kamen und einfach kein Interesse an dem Arbeiterleben hatten. Also rief die AIZ am 25. März 1926 die Arbeiter dazu auf, Fotos einzusenden, und zwar von allem, was sie irgendwie anging. Es ging um ihre Arbeit, ihren kompletten Alltag, aber auch um moderne Technologien.
Das Ergebnis war, dass sehr, sehr viele Fotografien eingesendet wurden. Dadurch ging die AEZ sogar davon aus, dass sie bald von bürgerlichen Fotoagenturen unabhängig werden könnte, was allerdings nicht so ganz der Fall war. Hier sehen wir einmal ein Beispiel für so eine Reportage, bei der Ernst Thormann und Richard Woyke einige Fotografien beisteuerten. Unten können wir auch wieder die Jungen mit die Tütenfalten sehen. Darum sind die anderen Fotografien von Ernst Thormann gruppiert. Gemeinsam unterstreichen sie hier den Text, der die Kinderarbeit anklagt, die immer noch nicht abgeschafft wurde, und klagen da in diesem Kontext die Industriellen, aber auch die Eltern an, die das Ganze zulassen. Eine weitere Reportage, die wir hier haben, ist etwas bekannter und auch sehr, sehr spannend in ihrer Art, auch ein ganz anderes Thema. Hier geht es um Berlin bei Nacht, und die Aufnahmen entstanden in der Silvesternacht 1929/30, und fotografiert wurden die Aufnahmen von Ernst Thormann, seiner Ehefrau Frieda Thormann und dem Arbeiterfotografen Helmut Rehberg. Sie zeigen verschiedene Aufnahmen von der Friedrichstraße und vom Kurfürstendamm. Ernst Thormann verdanken wir auch sehr schöne Aufnahmen aus dem Scheunenviertel. Und das Scheunenviertel war damals bekannt als jüdisches Ghetto, und dadurch haben wir einen sehr guten Einblick in den jüdischen Alltag, zumindest in diesen Bereich der Stadt. Ein Beispiel hierfür ist dieses Bild von 1930. Auf weiteren Aufnahmen, die Sie auch online im digitalen Guide finden können, können wir noch viel mehr Einsicht in das Leben im Scheunenviertel erhalten. Thormann war aber auch recht nahe daneben am Zentralmarkt unterwegs, hat ganz allgemein das Treiben in der Stadt, den Alltag, die Arbeit aufgenommen. Ein letztes Bild, das ich Ihnen zeigen möchte, hat mich stark berührt. Ich fand es sehr ergreifend und möchte Sie hierfür hierhin mitnehmen. Es ist ebenfalls von Ernst Thormann und ein Beispiel dafür, dass er auch mal etwas weiter hinausgefahren ist aus Berlin. Und es handelt sich hierbei um eine Müllhalde, auf der drei Jungen und vermutlich ihr Vater nach Brauchbarem suchen. Und ich finde, dass eben dieses Bild auch wieder die Brisanz deutlich macht, die mit dieser Art der Fotografie verbunden war, mit der Rolle der Fotografen, die versucht haben, durch ihre Arbeit die Arbeiterbewegung voranzubringen und ihren Teil beizutragen, damit die Arbeiter ihre Geschichte selbst schildern können und sichtbar werden. Ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen für die Arbeiterfotografie begeistern konnte, und möchte Ihnen unseren Katalog nahelegen, der hier noch etwas in die Tiefe geht und vor allem auch sehr viele der Fotografien, die wir hier haben, zeigt. Wir haben außerdem einen digitalen Guide, auf dem Sie auch sehr viele der Fotografien mit Kommentaren sehen können und auch einige Videos, die ebenfalls auf unserem YouTube-Kanal sind. Und in denen erklärt uns Herr Professor Badl, der Betreuer des Ernst-Thormann-Archivs, aus dem wir hier diese Werke alle bekommen haben, welche Anekdoten hinter manchen Fotografien stehen, wie es zum Ernst-Thormann-Archiv kam und wie überhaupt die Fototechnik damals in den 1920er, 30er Jahren funktionierte, die wir übrigens auch noch in einem weiteren Raum hier ausgestellt haben. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit, und es scheint so, als hätten wir noch eine Frage. Wie viele Bilder genau sind zu sehen? Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber es sind etwas über 80. Und darüber hinaus haben wir noch einiges an Fotomaterial, auch das wird sicherlich ein Stück die 60 überschreiten. Und wir haben einen Film und noch eine dokumentarische Aufnahme, die uns Ernst Thormann näher bringt. Super.
Dann haben Sie vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass wir uns um Ostern herum hier vielleicht auch wieder begegnen können und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.